In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben, aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung.
Legen wir los. Hi. Was? Okay, alles noch dran. Hey. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. Das Schloss kriege ich nicht auf.
bist du tot. Nichts mehr zu sehen von ihm. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Nur ein Geräusch. Ich glaube, das ist Gespenster. Ja, schon möglich. Was? Scheiße, was war das? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten.
ist er. Hast du das gehört? Wer ist da? Das wird sicher lustig. Hey. Lass mich los! Seid euch! Findet sie! Dich verpisst, was? Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ich erwische, bist du tot. Scheiße, hab sie wohl verjagt. Sicher, dass du was gesehen hast? Nur ein Geräusch. Die ganze Aufregung wegen nichts.
wirst langsam paranoid. Da ist nichts. Glaubst du etwa, du kannst hier gewinnen? Och Mann, komm zurück! Ich hatte gerade voll den Spaß! Entschuldigung. Hast du die Raider gefunden? Ja, ich habe mich um sie gekümmert. Im Ernst? Das sind die besten Neuigkeiten, die ich hier seit langem gehört habe. Wir haben uns mal etwas unterhalten und wir haben beschlossen, den Minutemen beizutreten. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Scheint wirklich was zu werden. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Dann lass mal sehen, was du so hast. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben.
Immerhin regnet es nicht. Ich wusste, Sturges würde irgendwas finden, um uns zu beschäftigen. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe... ...nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich glaube, ich habe dir nie erzählt, was mit den Minutemen passiert ist. Wieso ich einer der Letzten bin. Ich dachte, du wirst es mir schon sagen, wenn du soweit bist. Hast du mal vom Quincy-Massaker gehört? Was ist da passiert? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Die Minutemen verrieten sich gegenseitig. Und die Leute, die sie schützen sollten. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die Einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend heraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Das von dir zu hören bedeutet mir echt viel, Garvey. Ich weiß das zu schätzen. Heißt das, du machst es? Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Das ist eine ziemliche Beförderung, die du mir da gerade verpasst hast. Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Das Problem ist aber, dass dort irgendwelche bösartigen Viecher leben. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück.